Da drüben gibt es Bananen und Zuckerrohr. Banane kriegt, weil die das sonst sammeln. Und, ne, ja, der Kleine, der versucht da. Ja, ja. Ja. How to take care of the elephant? Same like we take care of dog and cat at home, it's the same. But different just only because of the age. Dog and cat, 1 year of them, same like 7 years of the people. But elephant, 1 year of them, 1 year before same age. So how long elephant live? Around 60 to 80 years old. But it depends how long they keep the teeth. When they lost the teeth, they will die. But domestic elephant have a doctor can help and check the body of them all the time. Mahmoud can make some soft food and liquid food for them. That's why they will live longer. Okay. More than in the wildlife. About the culture of the Thai people between elephants. So the Mahmoud family and elephant, they stay together like very long time. So Mahmoud, they have many people in the family. Father, mother, grandfather, grandmother, and children in family. So it means one family, one elephant. But some family can have elephant more than one, like 2-3 elephants and take care of each other. So for example, if the Mahmoud died, or Mahmoud is too old, cannot take care of the elephant anymore. It means next generation needs to be the Mahmoud, like generation passed down to next generation. They do like this around 500 years already, like the culture of them. And also, when they have the children was born in Mahmoud family, it means they become the Mahmoud already. Father and mother need to teach the children how to take care of the elephant. Also, they need to teach the children need to respect elephant, same like grandfather, grandmother. Over there, please. Na, seid ihr schon fertig? Ja. Bissl, magst du ein bisschen Sugar Cane? Gerne. Seitlich allerdings, nur mit dem Rüssel. Ja.
Aber es schmeckt gut, ne? Sugarcane. Ist richtig Zucker, ne? Ja, ja, das kannst du, wird auch verkauft an die Menschen natürlich, wird geschnitten und dann lutscht es. Ja, ja, super. Am Markt gibt es auch. Oder die machen ja auch Saft da draus, frischen das Saft. Das habe ich gesehen, ja, ja. Dass sie das schon so durch. Nee, nee, ist super. Das tust du halt so schneiden und dann ist es halt wie ein Bonbon. Ja, 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 genau, kennen wir. Wie seicht die treten, wie seicht die auf. Das ist ja sensationell. Stampede von so einem Elefanten, wenn die mal alle losrennen. Ne? Ja, da ist was los. Das ist natürlich für die Mahuts auch ein schönes Leben, ne? Wenn sie hier arbeiten können. Ja, Sichertest, ne? Ja. Ohne Stress. Sichertest, absolut, genau. Ja, mit Sicherheit auch eine ehrenvolle Tätigkeit, ne? Weißt du, was mich wundert, dass sie so kleine Augen haben? Die brauchen die nicht viel zum. Na, die sehen doch genug, wir sehen doch auch alles. Ja, hast du recht. Wir sind doch. Ne, die brauchen nicht. Das kommt oft von den Haken, ne? Ja, welche die mit den Haken. Ja, ja. War der im Wasser? Nö. Nee, ich nicht. Nö. Ich habe mehr Spaß daran, das zuzugucken und freue mich daran, dass die hier es erst einmal besser haben als vorher und überhaupt hierher gefunden haben. Da berührt mein Herz schon. Da muss ich ja nicht auch noch dran rumspielen. Für mich jetzt. Ja, ja. Ne? Aber die haben Spaß, die Elefanten, ja, glaube ich. Thomas, sag mal, sind die thailändischen Elefanten, haben die diese Maske, diese helle? Weil ich sag mal, so, wenn man so Dokus gibt oder so, kenne ich eigentlich dann nur. Ich glaube, das ist ein bisschen Haut, vielleicht stressbedingt, ne? Kann ich mir schon vorstellen, ne? Das weil diese Blässe, weißt ja, du, ja, die das, so. Ich denke mal, das ist ein bisschen stressbedingt, weil die halt immer Stress gehabt haben. Weil es gibt da manchmal Elefanten, die sind eigentlich ganz dunkel. Also ich denke, das ist so eine Art Hautkrankheit. Deswegen hätte ja sein können, dass die in Thailand, die eben so aussehen und in Südafrika sehen sie eben so aus. Ja, die sind anders hier, die sind kleiner. Die sind kleiner, genau. Und die haben auch, ich glaube, in Thailand haben, wenn mich nicht alles täuscht, haben die hier keine Stoßzähne und die afrikanischen Elefanten haben Stoßzähne. Genau. Auch die Weibchen haben in Afrika Stoßzähne und die sind aggressiver. Ne? Ja, die afrikanischen Elefanten. Die haben sich von vornherein wahrscheinlich mehr gewehrt gegen die Menschheit. Ja, das hatte ich einmal erlebt im Kenia. Ja, ja, die sind nicht ohne, ne? Nee. Wir sind damals auch Safari gemacht und auf der Straße kam ja Bulle entgegen, hast ja gesehen, wie er hinter den Ohren da getrieben hatte. Ne? Und da ist er dem Auto entgegengelaufen, geschrien wie verrückt und da hat ganz schnell der Guide aber Rückwärtsgang eingelegt. Ja, ja. Rückwärts gefahren. Ja, weil du weißt ja nie, ne? Du, wenn der aufs Auto steigt, eben, dann macht das Auto. Muss ja nur sein. Schöneres, sauberes Wasser ist doch top. Könnt ihr die abschrubben? Es regnet. Ja. Da kannst du ruhig draufdrücken, das tut dir nicht weh. So richtig schrubben halt mit dem Schrubber. YouTube-Kanal, danke! Super! Give me five! Yeah!